die Mission, wo man verteidigen muss, weil die Angreifermissionen zur Hölle werden, weil die blöden Penner von Teamkollegen zu bescheuert sind, irgendwas zu tun. Genau, und deswegen. Und jetzt haben die sich da natürlich schon häuslich eingenistet da unten, ne? Und wir haben kaum noch eine Chance, da reinzukommen. So. Friss Granate, du Penner. So, ich gehe da jetzt rein und mach die alle kalt. Ja, Mann. Das Ding hat auch noch. Achso, der hat mich geheadshottet. Ich versuche einfach mal das da, die Waffe hier. Ach, so eine One-Shot. Ja. Mir ist das jetzt scheißegal. Ich bin jetzt ein Engineer und gehe da rein, baue mein Turret auf, damit das scheiß Ding unantastbar ist. Und dann hoffe ich, kommt irgendwann mal. Yes, sie haben es geschafft. Wir brauchen Hilfe. So, und jetzt. Oh, Scheißdreck, nicht genug Energie. So, jetzt genug Energie. Finally. Oh, fuck. Nein! So, hier. Reck. We have to clear the express elevator. Soldiers, deploy an HE charge on those construction materials. Ach so, jetzt haben wir was Neues. Das müssen wir dann beschützen oder was? Das ist ja mal dumm. Bin ich hier. Guard the elevator obstruction. Ich bin nicht hier, Mann. Penner. Das regt mich schon wieder auf, diese Mission. So, jetzt ist natürlich noch ein ewig langer Weg bis dahin. Upsi, Hixi. Oh. Wow. Multiple enemy spotted. Der ist anscheinend zu blöd mit einer Shotgun. Gescheit zu zielen, dass der einen One-Shot hinkriegt. Aber das sieht. Wow, von wo? Aber das sieht ja Teamkollegen ähnlich. Lalalala. Ach, da ist der Penner, ja. Ach, diese Waffe ist einfach nichts für mich. Schnell weg hier. Oh, shit. Ja. Wow. Ich probiere einfach mal die Waffe hier aus. Und welcher Soldier? Na gut. Ach, ich habe ja einen Molotow-Cocktail. Ja. Jetzt kratzt es mich am Rücken. Ja, das ist eine ganze Automatik. Das finde ich ja Knorke. Oh nein, bitte fang nicht an zu lenken, nicht jetzt. Enemy spotted. Oh, scheiße. Oh, fuck, haben die sich da eingenistet.
Also, ich weiß nicht, wie wir da reinkommen sollen. Also, da kommt man wirklich nur mit Teamplay rein. Und das können die Bots ja wirklich mal nicht bieten. Gebe ich dir mal ein bisschen Ammo. Von hinten. Murks. Was macht der? Steht da einfach nur. Ach man, wir haben noch 3 Minuten. Also ich sag euch Leute, die Mission fällen wir wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Ist doch ein Scheißdreck. Ich dachte, vielleicht hätten die ein bisschen die AI verbessert. Weil die ja so scheiße ist. In diesem DLC, das ich gerade spiele. Aber anscheinend nicht. Die sind immer noch genauso dumm wie vorher. Was, wenn man online spielt? Dann ist alles viel besser, sage ich dir. Dieses Spiel ist einfach kein Singleplayer-Spiel. Ich weiß nicht, dieses Spiel ist einfach nur scheiße zum Let's Playen. Ich weiß nicht, warum ich... Das ist einfach so. Weil es voll das Multiplayer-Spiel ist. Und es auch so wenige Missionen gibt, bis jetzt. So, und jetzt wieder von hinten. Das kann einen ja mal ankotzen. So, ich will jetzt irgendeine Waffe. Irgendeine Waffe mit viel Kavums. Am liebsten hätte ich jetzt irgendwie einen Raketenwerfer und... Da hat es jemand geschafft. Huiuiui. Schnell, schnell, schnell. Hin, hin, hin. Lauf, lauf, du Penner. Lauf, lauf, lauf schneller. Lauf schneller, lauf schneller, lauf schneller. Das ist wahrscheinlich unsere einzige Chance. Lauf. Lauf. Oh, was? Nein, da drüben ist das nicht. Nicht dieser bescheuerte Kommandoposten. Scheißdreck. Nein. Ja, geschafft. Friss. Yes, geschafft. Hä, aufzufahren. Yeah. Okay, die Mission ist noch nicht vorbei. Was jetzt? Destroy Office Store. Ja. Ach, jetzt sind wir außerhalb. Genau, jetzt kommt dieses Baugerüst, das man im Ladescreen gesehen hat. Also ich finde, diese Map hier ist eigentlich schon relativ gut designt. Aber nicht für Singleplayer. Ups. Wo lang jetzt hier lang? Ach. Von der Seite. Es gibt bestimmt noch einen viel schnelleren Weg, da hinzukommen. Aber den habe ich noch nicht gefunden. Ich folge einfach den hier. Huah. Obwohl doch, ich habe anscheinend schon ganz am Anfang den schnellsten Weg gefunden, ne? Oh, fuck. Ach, Mann, das geht doch nicht. Wo sind denn meine Teamkollegen? Ach ja. Ha. Ups. Fresst Granate. So, an einem Turret muss ich jetzt vorbeirennen. Ich warte aber erst, bis meine Lebensenergie wieder ganz voll ist. Und jetzt schnell vorbeirennen. Oh, fuck. Die haben mich gesehen. Ich bin nicht hier. Bin ich hier, bin ich hier, bin ich hier. Na, na, na. Okay, jetzt schnell das Ding
ausblenden. Ja, hier, pack drauf. Komm. Ah, oh, geschafft. Ach, fuck, ey. Und jetzt machen die es natürlich gleich wieder weg. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, wo meine ganzen Teamkollegen sind. Die konzentrieren sich gar nicht aufs Objective anscheinend. Die konzentrieren sich einfach nur auf Kills. Und das ist genau das, was wir nie brauchen. Das braucht man nie in irgendeinem Spiel, wo man zusammenspielt, dass sich irgendein Penner nur auf Kills konzentriert. Vor allem noch in so einem Spiel, wo man ganz viele Objectives hat. Bessere Waffe brauche ich hierfür. Shotgun. Oder ich würde am liebsten den Heavy Body Type haben. Hierfür, weil man damit einfach mehr Schaden einstecken kann und das braucht man für diese Mission. Wenn ich jetzt hier beim ersten Mal dann fehle, dann muss ich alle drei Stages von der Mission nochmal durchzocken. Und das ist, wenn ich mal so sagen darf, eine ziemlich lange Mission. Hey, nee, das ist wichtiger. Buff. So, jetzt kannst du nachladen. Den Turret, der Turret, der interessiert uns nicht. Ich refille mal meine Ammo. Oh shit, das ist ein Gegner. So. Oh shit. Ich glaube, ich sollte mal den Turret hier kaputt machen. Nein! 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 Scheiße. Oh Mann, ich hatte es. Habt ihr gehört, da hat der Typ gesagt, fire in the hole in 5, 4, 3. Ich bin so traurig. Ich hatte es. Nur weil ich mich an diesen scheiß Turret konzentriert hatte. Sonst hätte ich das für die paar Sekunden noch halten können. Oh, Mann, ey. Fickt euch alle, ich lauf da jetzt. Hier, fresst. Mann. Fuck, ey. Das ist doch scheiße. Die sind alle blöd, meine Teamkollegen. Die sind alle so verblödet. Das ist halt einfach nur... Die müssen dahin laufen, alles auf dem Weg töten. Die können nicht einfach an Gegnern vorbeilaufen, die müssen die töten. Das ist was so bescheuert. So, vorbeilaufen. Hier, hopp, plante das Scheißding. Buff drauf. Du, Hilfen. Schnell nachladen. Immer volles Magazin haben. Ist wichtig. So, halbe Minute. Halbe Minute muss ich das hier schaffen. Ich glaube, ich verstecke mich hier hinten. Ja, dem gebe ich mal ein bisschen. Ja, ja, versuch du nur, du Penner. Yes! Geschafft! Hinein! Guard the Detonator. Ha! Mann, ey, das war knapp. Aber am Ende haben wir es geschafft. Das ist... Ah, jetzt habe ich so ein Glücksgefühl. Wow, da ist schon einer. Also, wir müssen das hier garden. Da wechsle ich dann gleich, wenn ich sterbe, zur Dingsens, zur Engineer Class.
damit ich Dingsens machen kann. Genau. So, jetzt. Engineer. Und jetzt schnell wieder Wind hinrennen. Falsche Richtung. Was, wo ist denn hier der Ausgang hier? Wow. Was machen die denn da? Hier lang, Leute. Folgt mir. Oh, shit. Hallo? Wo geht es hier lang? So. Da ist ein Medic. Falls er nicht verreckt, kann der mich ja heilen. Nein, kann er nicht, weil er zu blöd ist. Da kommt ein Medic, der kann mir was zuschmeißen. Auch zu dumm. Die haben schon den Detonator draufgepackt. Oh, nur wegen meinen verfickten, bescheuerten Scheißdreck-Teamkollegen. Ich weiß nicht. Vielleicht soll ich die Mission von mit meinen Abonnenten zusammen durchspielen. Würde auf jeden Fall mehr Spaß machen. Bin ich hier? Oh shit! Fuck. Jetzt warte ich auf einen Medic, falls einer durchkommt. Da ist einer, da ist einer. Rennt, er rennt, er rennt, er rennt, er rennt. Und er wird weggeschossen. Nein, ah yes, er hat's geschafft. Jetzt hat er mich. Das ist halt. Teammates sind dazu da, einen zu helfen, einander zu helfen. Aber hier spüre ich null davon. Null. Die helfen mir nicht, die helfen den anderen Teamkollegen nicht. Die sind einfach nur da, um Kanonenfutter zu sein. Der Einzige, der hier was tun kann, bin ich. Alle anderen sind einfach nur Kanonenfutter. Zu dumm, um irgendwas zu tun. Das ist einfach nur bescheuert. Bescheuert, bescheuert, bescheuert. Also da bin ich echt enttäuscht von Brink. Ich hatte da gedacht, dass man hier dann selbst mit AI dann ein Teamplay-Gefühl hat und dann richtig mal zusammen mit den AI-Kollegen, was man ja normal in anderen Spielen nicht kann, dann da irgendwie losziehen und was zusammen machen, aber pff, nie. Die sind zu dumm dafür. Nö, no, jetzt fängt es wieder an zu laggen. So. Wie? Was zum... Ja, also so wird das nichts, Freunde. Ach, Mann, ey. Die sind auch echt zu blöd. Remove the Detonator. Irgendwie ist da dann irgendwie keiner da, um den Detonator, und kein Soldier da, um den Detonator wieder zu platzieren. So, 2 Minuten müssen wir das Ganze noch durchziehen. Ja. Geh! Shit. Was? Oh, nein, das ist doch eine Scheiße. Und dann immer noch dieser ewig weite Laufweg. Wetten, ich habe irgendwie 50.000 Punkte Vorsprung. Na, das jetzt nicht, aber... Ja, aber eigentlich bin ich so zufrieden, solange die Penner da nichts Neues platzieren. Sonst schaffen wir es ja. Bin ich hier.
Okay, toll. Oh, jetzt habe ich meinen eigenen Turret in die Luft gejagt. So, jetzt habe ich ultra viele Kills gerade bekommen. So, und damit keine Penner mehr da lang können, tue ich jetzt meinen Turret hier hin. So. Waffe ich dem seine Gun. Und gehe da jetzt eiskalt rein. Keine Munition mehr. Gib mir eine Munition, ja. Verreck, du Penner. Verreck, du Penner. Oh, scheiße. Ich weiß nicht, ob ich das noch... Habe ich jetzt geschafft? Ach ne, wir haben das Ding noch nicht weggemacht. Tut man Turret da gute Arbeit? Ich weiß nicht. Ich hoffe mal. Ja, geschafft. Was? Escort the Detonator. Oh Gott. Noch was? Wie lange soll die Mission denn noch werden? Beweg deinen Arsch, du Penner. Hallo. Du sollst doch einfach nur laufen, nicht schießen. Schrupp-di-du, schrupp-di-du, schrupp-di-du. Ach ja. Oh, fuck. Nein, nicht jetzt! Scheißdreck. Fuck, er hatte das doch echt in diesem entscheidenden Moment angefangen zu laggen. Ja, geschafft. That was too damn close. You just saved Founder's Tower. You just saved the Ark. Yay. Mann, da bin ich glücklich. Ja, ich würde sagen, das war jetzt der letzte Part von Let's Play Brink mit mir, dem Ulsa Spark. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Danke, dass so viele Leute sich an diesem Let's Play interessiert haben. Ja, wie immer, danke für alles. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Projekt. Bis dann, euer Ulsa Spark. Oh Gott, Versprecher. Bis dann, euer Ulsa Spark. Tschüss.